Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Terraria mit Emme Standard. Hey! Und mir, eurer Len 4. Ja, hallo. Ja, wir machen in dieser Folge was total Spannendes. Ich gehe Marmor farmen. Ach ja, du weißt noch, was das ist, ne? Dann komm ich ja, gleich mit. Du kannst da auch schon anfangen mit bauen, wenn du willst. Obwohl, ohne Marmor. Nee, lass uns das doch komplett aus Marmor machen. Vielleicht so ein bisschen mit Ach, Gold-Einsatz. Was denn? Moment, ist ja falsch. Wir springen ja jetzt in die Hölle. Oder warte mal, doch, das klappt, glaube ich. Warte mal. Doch, das könnte... Doch, eigentlich... Oh, ich bin gestorben. Ja, wir hätten hier jetzt links abbiegen müssen, glaube ich. Aber wo ist denn jetzt hier? Warte mal, ich komme nochmal. Aber du bist da auch gut. Bleib da. Das geht eher nach links, genau. Das müsste eigentlich da sein, denke ich. Ah, nee, du bist zu weit unten. Scheiße, nee, ist doch doof. Nee, doch, ist richtig. Links, links, links. Ganz links. Ja, ist sehr weit links. Ich bleib jetzt einfach hier stehen und du holst mich ab. Okay, Moment, ich komme. Jetzt ist halt wirklich noch ein ganzes Stück links, noch ein bisschen runter, aber quasi einfach nur nach links. Und dann kommen wir ja wieder in diesen großen Raum, wo dieser komische Gladiator-Skelett-Zombie whatever ist. Ja. Ach, jetzt sehe ich das auf der Karte. Ist das der Marmorraum? Nee. Nee, nee, weiter. Viel weiter links. Wir sind noch nicht mal am entferntesten da. Aber hier ist eine Spinne. Ja, das ist leider auf dem Weg so. So, ich bin auch gleich schon bei dir. Ja, siehst du das denn schon, das, den Raum, oder? Ich nicht, aber... Also auf der Karte, auf der großen, ja. Wo siehst du denn eine große... Ach so, ja. M? Ich weiß, was du meinst. Ja. Ach so, das geht sogar mit M. Ich mach das immer über Tab. Dann hast du das so im Hintergrund. So ein bisschen halb. Ja, das ist doof, weil ich will es nicht die ganze Zeit da haben. Deswegen drücke ich dann M. Mal gucken, ob er richtig... Ja, so gehen wir richtig. Das ist okay. Ach, Saigo, ernsthaft? Jetzt hat er sich wirklich auf den Lüfter gelegt. Warum? Saigo will nicht, dass du spielst. Nee, der mag einfach die Wärme total aus dem Lüfter, aber ja, mein Laptop wird sich gleich bemerkbar machen, wenn das so weitergeht. Boah, jetzt habe ich den Laptop einen Millimeter weggerückt, jetzt ist er nachgerückt. Ach, Mann, oh. Ist das so kalt bei dir? Oh, wer bist du denn? Hallo? Nee, eigentlich ganz und gar nicht. Also, eigentlich wundert es mich auch, dass er die Wärme sucht. Ich würde jetzt eher in den Kühlschrank rennen. Siehst du den Typ hier? Hast du ein paar Knochen übrig? Ich will meine kaputte Hüfte ersetzen. Schon wieder. Geschäft. Okay. Was verkauft er denn? Hi. Seltsames Getränk. Sei lila Gegengewicht? Was? Wirft ein Gegengewicht, nachdem er einen Feind mit einem Jojo getroffen hat? Was? Ich verstehe kein Wort. Ich auch nicht. Seltsames Getränk, stellt 80 Leben wieder her. Stellt 400 Mana wieder her. Wow. Für 7. Boah, kaufe ich. Oh, jetzt habe ich kein Geld dabei. Ach doch, ich kann das ja kaufen. Das wird aus dem Dings, ja. Ach, kann man nur 30 kaufen? Ja, das kann doch nicht sein, oder? Oder stackt das? Also geht jetzt mal richtig Kohle aus für das Getränk, ne? Das ist, glaube ich, ganz gut. Aber warum stacken die nur bis zu 30? Die anderen stacken auch nur bis 30, die Heiltränke. Das ist scheinbar normal. Die sind gut. Also das ist schon mal für die Fleischwand ja nicht verkehrt, ne? Kommt der jetzt zu uns oder bleibt der hier? Ich weiß nicht. Dann kaufe ich lieber noch ein paar mehr. Ich habe Angst, dass wir den nicht... Das... Oh, ich habe kein Geld mehr. Okay, gut. Das war's dann mit mehr. Ja, töte und hier ist der mal. Marmor. Nein. Naja, vielleicht kommt er dann und er spawnt bei uns. Was? Ich bin hier noch nicht oben. Ja. Kann ich doch nicht machen. Ja, dass du wusstest, wo der Marmorraum ist, das ist ja schon erstaunlich. Ja, das ist ja noch... Obwohl, gut, ist jetzt wahrscheinlich auch schon wieder ein paar Monate her, aber... Das, wahrscheinlich, weil ich den Marmor hier so sehr mag. Ich gehe mal da hinten hin. Die Wände kann man doch sicher auch abbauen, oder? Mit dem Hammer, ne? Kann man auch noch alles mitnehmen. Vielleicht ist es sogar erstmal tatsächlich sogar besser. Wo ist mein Hammer? Hab ich den... Mensch, ich habe doch Bomben dabei, oder? Hatte ich nur man hat mir auch gesagt, wir sollten Sticky Bombs bauen. Sticky Bombs? Ja, dass die heften bleiben, weil wenn man so die Bomben wirft, dann rollen die ja weg. Ja. Hä? Ich finde meinen Hammer nicht mehr. Was habe ich mit meinem Hammer gemacht? Hast du den vielleicht abgelegt? Vielleicht, ja, um Platz zu machen. Ja gut, dann kann ich jetzt mit dem Hammer nichts abbauen, dann muss ich doch den Boden nehmen. Aber dann ist die Frage, wo habe ich den Hammer abgelegt? Oh Gott. Na, hoffentlich finde ich den wieder. Na gut.
das ja alles mal. Na gut, dann haben wir ja eine Menge. Marmor, Marmor, Marmor. Hoffentlich reicht das für die 20 Etagen, die du vorhast. Wir müssen ja nicht alle aus Marmor machen. Es war ja nur eine Idee, dass man es quasi auch kombinieren könnte. Nein, ich glaube, Marmor ist eine coole Idee. Mit der entsprechenden Beleuchtung dazu sieht das ganz cool aus. Auch nachts. Mhm. Und boah, es gibt irgendwie, glaube ich, 151 Bilder, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Bis wir da alle zusammen haben. Da brauchen wir aber mehr als 20 Etagen. Und es gibt auch noch Charaktere, die wir unbedingt in unser Haus holen müssen. Die verkaufen dann Bilder und die machen auch noch ganz anderes tolles Zeug. Es gibt zum Beispiel einen Golfer, der verkauft Golfsachen. Dann können wir im Spiel Golf spielen. Wow. It is crazy. Ein Traum wird wahr. Ja. Ich wollte schon immer mal langweilige Männergolf spielen. Altmännergolf. Nein, das ist wie Minigolf, nur in Terraria. Ja. Das hat es jetzt nicht besser gemacht, aber okay. Das machen wir denn, wenn wir bei Terraria quasi in Rente gegangen sind. Dann lass mich das nochmal versuchen. Das ist wie Minigolf in Terraria mit mir. Aha. Ja, das hat's jetzt... Nee, doch, ist schon ein bisschen besser. Hallo? Gibt's Eis? Nein. Oh. Nein. Denn ist so scheiße. Nö, nö. Ich war tatsächlich einmal in meinem Leben Minigolf spielen. Das war jetzt nicht die wunderschönste Erfahrung meines Lebens. Wie kann man denn bitte nur einmal im Leben Minigolf gespielt haben? Das geht doch gar nicht. Ja, weil das eine Mal jetzt nicht so toll war. Warum? Ist doch lustig. Ja, naja. Dann war es mit den falschen Leuten da vermutlich. Es war ein erstes Date tatsächlich und ich fand das für ein erstes Date jetzt nicht so geil. Musste er leider auch feststellen. Am Ende hat er sich sogar entschuldigt. Kommt natürlich drauf, wie man da ehrgeizig veranlagt ist, ne? Ja, wir hatten trotzdem unseren Spaß, aber es lag dann weniger am Minigolf, eher über die Witze, die wir übers Minigolf gerissen haben. Ich wollte gerade sagen, füll das bitte aus. Mehr kann ich da gar nicht ausführen. Nee, weil du gesagt hast, ihr hattet auf andere Art und Weise Spaß. Ja, nur das Witze machen. Also. So. Die Bar Minigolf und die Leute, die so Minigolf spielen und sowas. Also ich finde Minigolf eigentlich ganz witzig. Wenn man die richtigen Leute dabei hat. Ja, vielleicht war die Halle auch einfach doof. Also es war auch in der Halle, es war nicht draußen. Ich glaube, das war auch das Blöde. Ich hätte es lieber draußen gespielt als drin. Das war halt im Winter, also. Und es gibt eine super tolle Episode von Mr. Bean, wo der Minigolf spielt. Hm, kenne ich, glaube ich, gar nicht. Da bepisst dich voll lachen. Hm. Schon ewig keine Mr. Bean-Filme und so mehr geguckt. Müsste man eigentlich mal wieder machen. Ich liebe Mr. Bean. Den fand ich als Kind auch richtig toll, tatsächlich. Rowan Atkinson, der ist super. Wir hatten auch eine Englischlehrerin, die total den gefeiert hat. Und da haben wir öfter mal Episoden davon geguckt. Ja, das hatte ich tatsächlich auch mit unserem Englischlehrer. Das hat er auch gemacht mit uns. War natürlich total schlimm, im Englischunterricht Mr. Bean zu gucken. Ja, nein, es gibt natürlich... Natürlich gab es diese Streber, die gesagt haben, willst schon wieder was gucken, will doch was lernen. Ja gut, ist auch die Frage, wie pädagogisch wertvoll jetzt Filme sind. Wobei ich es bei Sprachen eigentlich sogar ganz cool finde, da mal die Leute so auf den Geschmack wenigstens zu bringen, sich auch mal dann privat vielleicht englische Filme oder Spanisch oder was auch immer man gerade für Sprachen lernt, sich da mal so die Sachen anzugucken. Ich muss ja fast sagen, sich privat Filme und Bücher anzugucken in den Sprachen bringt mehr als der Unterricht. Aha. Also zumindest war es bei mir immer so, dass ich da auch in Spielen zum Beispiel deutlich mehr lerne in über Sprachen als in einem Unterricht darüber. Dann hört man wenigstens die Leute auch mal die Sprache reden. Ja, aber du hast doch nicht das Feedback, ob du es richtig verstehst oder selbst richtig aussprichst oder die Handlung nachvollziehen kannst. Ja, am besten ist natürlich alles. Also am besten Bücher lesen für das Textverständnis, Filme gucken für das Verstehen und dann natürlich noch auch mit Leuten reden. Das ist natürlich das Allerwichtigste, mit Leuten reden. Ja. Vor allem, wenn man selber halt mal sprechen möchte. Das stimmt. Ich tue mir ja bei Englisch vor allem mit dem Sprechen halt schwer. Ich kann es super lesen, gut, auf Schnelligkeit im Videospiel manchmal ein bisschen schwierig, weil man ja auch gedrängt ist, es schnell zu machen, aber... Ja, verstehen geht auch in Filmen, aber ich kann es halt kaum aussprechen. Kein Kommentar. Ja, das weiß ja jeder. Also, ich komme hier nicht hoch, ich habe keine Dinge. Achso, wie ging das mit den Greifhaken? Ah. Ja. Hab schon wieder vergessen. Hast du keine Spikes an? Nee, gehst, weil dann muss auf ich meine Ausflug anderen. Und ziehst keine Spikes an. Ja, weil ich dann meine anderen Schuhe ausziehen muss und das will ich nicht. Warum rennst du eigentlich immer noch in Hochzeitsklamotten rum? Weil die schön sind.
Oh nein, was ist das? Lass mich doch. Ja, mach was du willst. Wenn ich schon echt niemals heiraten kann, dann wenigstens hier im Spiel kann ich mich ja wie eine Braut fühlen. Oh, eine Runde dauern. Wer weiß. Das passiert nicht mehr. Naja. Egal. So. Haben wir nicht langsam mal genug hier? Also. Also ich guck mal, wie viel habe ich denn jetzt an Marmor? 3. Ach nee, doch nicht. Ich habe ein Stück Pizza. Was? With Pepperoni and extra cheese. Oh, ich bin neidisch. Ja, du bist Veganerin, du kriegst das nicht. Nee, ich esse Ananas-Pizza. Aber ich habe jetzt 473. Ich habe 276 und ganz aus irgendeinem Grund habe ich 1000 Steinblöcke gesammelt. Ich glaube, ich habe das Falsche abgebaut eine Weile lang. Ja, das kann es ja nur sein, sonst hättest du nicht so wenig jetzt. Ja, ich war wohl ein bisschen, ich hätte ein bisschen gucken müssen, was ich da einsammle. Mhm. Aber falls wir mal Steinblöcke brauchen. Hast du denn jetzt mal versucht, die Wand abzubauen im Hintergrund? Kann ich ja nicht, ich habe keinen Hammer. So, dann tue ich mal das versuchen. Nee, geht nicht. Das ist Hintergrund. Also Hintergrund ist Hintergrund. Hä, aber eigentlich? Ich dachte, dass ich schon mal Hintergrund abgebaut hätte. Na gut. Ja, man kann natürlich aus diesen Blöcken diese Wände bauen, ja, aber das funktioniert nicht. Nee, ich bin der Meinung, dass ich auch hier schon so einen Hintergrund eigentlich mitgenommen habe. Aber gut, vielleicht irre ich mich da auch gerade. Vielleicht ist es auch nicht hier gewesen, sondern bei, wie heißt es? Nee, das andere Spiel, was so aussieht wie das hier. Was war das? Starbound. Vielleicht war es auch da gewesen. Ich glaube, da ging das. Ich glaube auch nicht jeder Hintergrund, aber ich glaube, manche Hintergründe konnte man da abbauen. Ah, nein, nicht untergehen. Mensch. Ich rette dich. Nee, ich doch nicht. Die Marmorblöcke. So. Stimmt, die sind noch wichtiger. Okay, also so langsam riecht es nach verbrannten Katzenhaar. Ich finde das jetzt nicht mehr so schön hier mit dem Kater. Moment, Saigo. Ja, geh mal dahin. Hier, ich gebe dir mein Buch. Da kannst du deinen Kopf drauflegen. Ist okay? So. Jetzt hat er es in der Belungenlied, da kann er seinen Kopf draufpacken, ist auch gut. Hat er in die Belungenlied? Ja, da schreibe ich gerade eine Prüfung drüber. Nein, ernsthaft? Ja. Okay. Das habe ich auch schon das ganze Studium. Ich glaube, ich habe schon... Wie viele Prüfungen hatte ich dazu schon? 5 oder so? Also viele. Das haben wir schon zur Genüge behandelt. Okay, das... Also könnte dir gefallen, mein Thema ist Gewalt gegen Frauen im Nibelungenlied. Tatsächlich? Ja. Männliche Gewalt gegen Frauen im Nibelungenlied. Das ist mein... Also die Legitimierung männlicher Gewalt gegen Frauen im Nibelungenlied. Das ist mein Thema. Oh, die Legitimierung. Ja, ei, also ei, wie ei, das gerechtfertigt wird, dass Männer Gewalt gegen Frauen ausüben. Aha. Ja. Kommt das tatsächlich vor im Nibelungenlied? Ja, genug. Eben um quasi die, um die Rollen zu erhalten. Also um zum Beispiel Brünnhild ihre abnormale Stärke zu nehmen und sie gefügig zu machen und sowas alles. Oder Kriemhild zu bestrafen, weil sie sich weil sie gekämpft hat und einen Mann getötet hat. Da muss sie natürlich auch getötet werden, so ein Frevel. Übrigens, tut Mann, mir leid. Hatte der Mann es verdient? Ja, er hat Siegfried, ihren Mann, umgebracht. Naja. Und den Protagonisten des Ganzen. Aber das muss ich mir mal merken, denn es gibt tatsächlich ein interessantes Spiel für ein C64, welches sich mir komplett um dieses Nibelungenlied dreht. Echt? Oh. Das ist ziemlich kurios und natürlich auch ziemlich alt. Mhm. Das könnten wir eventuell mal zusammen durchspielen, wenn du das dann ja praktisch schon auswendig kennst, die Geschichte. Ja, also das Nibelungenlied weiß ich alles. Auch über Hintergründe und Kontext und... Oh. Das werden wir ja noch sehen, ob du alles weißt. Yep. Den ganzen Schlick, was ist das hier? Das ist Schlamm, das brauchen wir nicht. So, ich gehe mal nach Hause. Ja, ich auch. Ich habe auch keinen Platz mehr im Inventar mittlerweile. Dann hau ich jetzt erstmal das Schlickzeug durch, was wir abgebaut haben. Das war doch Schlick, ne, für die Maschine. Ja. Ich habe gar keinen Schlick. Ja, genau. Sehr schön. Ach, stimmt, unser Dino ist ja auch noch, ne? Den haben wir auch noch nicht. Ja, das wäre so toll, aber die Chance ist so gering, dass da ein Bernstein mit einer Fliege oder wer auch immer drin droppt. Guck mal, da ist doch ein Bernstein, oder? Naja, Bernstein haben wir auch schon einige, aber halt ohne... Kann ich aufheben. Ohne Moskito. Das würde man dann gleich sehen, ne? Da muss man nicht erst irgendwo mit dem hin, oder? Nee, ich glaube, das wird dann einen angezeigt, ja. Okay. So, mal eben die Tränke wegpacken. Die brauchen wir aber zum Bauen nicht. Ich pack auch hier gerade ein paar Sachen weg.
Kann ja gleich mal gucken, was ich mit meinem Hammer gemacht habe, wo ich den geparkt habe. So, wo sind jetzt Hammer? Die Marmorblöcke? Eigentlich dachte ich, hätte ich hier alles rein. Kann es sein, dass du meinen Hammer unten in die Kiste gepackt hast? Ja, ich habe ein bisschen natürlich aufgeräumt. Hier oben, Waffenrüstung, Kleidung, da kann sein, dass hier irgendwo noch ein Hammer drin ist. Ich habe auch null Ahnung, wie der aussah. Ich glaube, er war gut. Na, hier sehe ich ihn jetzt, glaube ich. Sonst macht er einfach einen neuen Hammer. Na, ich glaube, das Material haben wir nicht mehr. Ich glaube, das war ziemlich gutes Material gewesen. Ach, das ist ja noch das Hochzeitskleid. Nee, da ist er leider nicht. Ah, ich muss den ja irgendwo gelassen haben. Ich habe mir ja sicher nicht... Oh Gott, hoffentlich habe ich nicht weggeschmissen. Ja, Leute, guckt doch bitte mal alle Folgen durch und sagt mir, wo ich meinen Hammer gemacht habe. Aber glaub mal, der Erste wird wahrscheinlich schon geschrieben haben, dein Hammer liegt bei Folge 78, Minute 43, 12. Das könnte fast sein. Am 48. Pixel. Oder ja, in Folge 85 hast du deinen Hammer an dieser Stelle weggeschmissen. Wie kann man sowas nicht mehr wissen? Oder nicht mitgekriegt haben. Das ist ja leider auch, man kriegt ja manchmal Sachen einfach nicht mit. Aber der Übergang gefällt mir hier allerdings nicht. Nee, ich sehe nicht. Okay, ich mache mir einen neuen Hammer. Das ist mir jetzt blöd hier. Ich brauche den ja jetzt auch. Ach, hier ist ein Holzhammer. Dann nehme ich jetzt den doofen Holzhammer hier halt. So. Ach so. Hammer. So, bist du schon dabei? Ja, aber irgendwie gefällt mir der Übergang hier nicht. Schau's dir an. Denk an den Garten. Ja, ach so, ja, den Garten. Kann man den, den hier einfach wegmachen oder geht es nicht? Ich glaube, den kann man einfach wegmachen. Ah. Weil dann können wir doch hier auch einfach eine ebene Fläche machen, dann sieht das hier nicht so furchtbar aus. Ja, die Frage ist, wie groß willst du den... Achso, du willst ja wieder runter. Ja, und ich würde hier dann den Vorgarten machen. Okay. Ja, das wird eine total spannende Episode, genau wie die nächsten Episoden vermutlich. Ja, gerade noch bei der Fleischwand mit Action und hast nicht gesehen und jetzt wieder nichts. Ich finde eigentlich immer gerade so eine Mischung aus Bauen und... mal Action ganz gut. Also zumindest wenn ich bei anderen jetzt Let's Plays gucke, finde ich das eigentlich immer ganz nett. Hat natürlich jeder seine eigenen Vorlieben, aber ich mag das. Guck mal, hier kann man zum Beispiel den Hintergrund auf jeden Fall wegnehmen. Ja, das habe ich. Glaub es mir, ich habe es gerade ausprobiert. Es hat nicht funktioniert. Oder du gehst nochmal runter und funktioniert. Nee, ich glaube dir das schon. Funktioniert das. Ich glaube dir das schon. Ich finde es halt nur komisch, dass sie es so gemacht haben. Das finde ich ist halt ein bisschen seltsam. Wie gesagt, bei Starbound bin ich mir ganz sicher, dass man unten die Sachen abbauen konnte. So. Der Übergang da ist doof, ne? Zum Schriftzug irgendwie. Vielleicht da auch nochmal ein bisschen Grünfläche lassen. Einfach nur so einen kleinen Millimeter. Dann könnte man hier nochmal so ein bisschen diesen... Was hatten wir denn da? Diesen komischen Metallzaun oder was das war? Wir können auch einfach eine Marmortreppe hier hinbauen. Auch schön. Das würde auch gehen. Jetzt das Wasser hier ist natürlich auch doof. Wer hat das denn da reingekippt? Warte. So irgendwie, weißt du? Du machst das schon. Hast du jetzt die Marmorblöcke so unbehandelt genommen oder wie? Hast du die vorher? Ja. Nicht irgendwie verarbeitet vorher. Okay. Nope. Mal, dass hier einfach noch so ein kleines bisschen Übergangsplatz ist quasi. Für die Straßenlaterne dann nochmal. Halt. Ja, kann man mit den Marmorblöcken sonst noch was machen, außer Wand? Das habe ich jetzt nämlich gar nicht bedacht. Musst du mal gucken. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Glatter Marmorblock. Ach ja, klar, man kann glatten Marmorblock. Das sieht viel besser aus. Ich reiß alles ab, ne? Ja, mach mal. Natürlich jetzt die Frage. Hast du irgendwo einen Eimer? Falls du irgendwo mal einen Eimer siehst, könnten wir hier auch das Wasser mal rausfischen vielleicht. Boah, wo habe ich die Eimer hingetan? Ja, habe ich. Also irgendwie hat es ja was mit dem Wasser sogar, aber... In meiner privaten Truhe? Nee. Eigentlich unser Werkzeug, ne? Oder? Sowas? Oh. Hey, warum kann ich denn da keinen Stein setzen? Tränke, Möbel. Hey. Ah, deswegen. So.
Ich habe doch 10 Eimer gehabt, die können doch nicht weg sein. Ach, das war doch der Hammer. Oh. Okay, ich habe meinen Hammer verkauft. Hast du den Hammer verkauft? Ja, und zwar gerade eben erst. Ich habe gedacht, der Hammer, den ich in der Hand hätte, wäre was anderes. Aber okay. Naja, passiert. Sorry, Leute. Bitte keine Hasskommentare. Na, die Treppe, dachte ich. Achso, Entschuldigung. Ist okay. Guck mal, dann gebe ich dir jetzt mal die glatten Marmorblöcke. Achtung, pass auf. Ja, zack. Dann kannst du hier aber schon mal weitermachen. Mhm. Die Frage ist, war da unten jetzt noch Marmor, wo wir waren, oder? Ich habe doch noch ganz viel Marmor. Komm mal her, ich gebe dir meinen. Ganz viel ist die Frage. Also wir können jetzt erstmal diese Blöcke machen, die glatten, die ich dir jetzt gerade zugeworfen habe. Und die Wände müssen wir ja auch noch machen aus Marmor. Oder aber, die machen wir aus was anderem, aber... Benutzt den doch jetzt erstmal noch schnell. Kannst du mir gleich wiederbringen. Also für die glatten Blöcke meinst du jetzt? Mhm. Wie gesagt, wir können ja einen Mix machen. Wir können ja quasi den Marmor mit irgendwas... wo war denn hier der Tapeten-Heini? Vielleicht kriegen wir ja hübsche Tapeten. Der ist im Dschungel. Könntest ja da mal gucken, ob du irgendwas Hübsches findest. Der Tapeten-Heini. Ich weiß halt nicht mehr, wer es war. Ja, doch, das macht einen schlanken Fuß. Das sieht ganz gut aus. Ja, das doch. Oh, das sieht viel besser aus als vorher. Schön. Ja. Ich gehe mal zu dem Tapeten-Heini. Achso, dafür musst du den Pylon mal irgendwo aufstellen. Ja, Entschuldigung. Sonst muss ich den ganzen Weg laufen. Moment. Ja, wenn du nicht wieder verkauft hast, so wie den Hammer. Können wir hier hinpacken? Da. Ja. So, Tapeten-Heini, warst du da? Nee, du warst im Dschungel. Schön, dass du es übernimmst. Der Tapeten-Heini heißt übrigens Martino. Kann man den umbenennen? Kannst aber umbringen, vielleicht kommt da neu wieder. Ich kenne den Unterschied zwischen Türkis und Blau-Grün, aber dir verrate ich ihn nicht. Also der hat natürlich auch ganz viele Farben, das haben wir noch gar nicht ausprobiert. Farbtöpfe, Spachtel, Farbroller, Farbpinsel, das kennen wir noch gar nicht. Mhm. Er hat eine Blasentapete, eine Kupferrohrtapete, ach so. Der hat auch Bilder, ja, müssen wir mal gucken. Ententapete. Eine schicke graue Tapete. Eisschollentapete. Ja, ist die Frage. Also bevor ich da wieder Quatsch kaufe, würde ich sagen, guckst du mal nach. Und wählst aus, was du meinst, dass da passen könnte. Aber das ist doch dein Bauprojekt hier. Ja, nee, das war's mal. Jetzt, wo du da bist. Kannst du mal den alten hier wegmachen? Der. Spüre mein Lichtschwert. Guck mal, wie groß soll es denn werden? So, und jetzt hier der Garten, oder? Ja, ich denke, der Garten braucht auch noch ein bisschen Platz, ja. Okay. Oh, hab ich nicht... Jetzt geh doch mal weg, Opi. Sag mal, hier ist kein Rentnertreff. Hier ist Bauplatz. Lauf, 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 lauf. Ab ins Haus mit dir. Wir brauchen ein Schild. Also Vorsicht, Baustelle. Jetzt. Eltern haften für ihre Rentner oder so. Das ist auch gut. Opi, geh weg. Was nehmen wir denn für Türen? Kann man Marmortüren bauen? Oh, das wäre natürlich schön. Ja, weiß ich nicht. Doch, es gibt auf jeden Fall Marmormöbel, das habe ich schon mal gesehen. Marmorwerkbank, ja. Marmorklappen, das gibt's alles, ja, das ist kein Problem. Oh. Ich sehe die gar nicht. Warte mal. Ach hier. Ekelpulver, was ist denn Ekelpulver? Mhm. Hast du schon Marmortüren gemacht oder soll ich welche machen? Es gibt mal. Ach so, jetzt sehe ich das gerade. Erst Marmortür gibt's, Marmorstuhl. Ja. Also ich würde jetzt mal welche herstellen, Marmortüren. Ja, die können wir natürlich schon mal herstellen, aber vielleicht sollten wir dann erstmal uns um die Basics kümmern, dass wir erstmal die Etagen bauen oder so. Ja, ja, ich habe jetzt nur schon mal für die untere Etage schon mal Türchen geholt, dass wir die denn schon mal haben, quasi. Türchen? Ja, die Marmorlaternen sehen natürlich auch ganz hübsch aus, ne? Achso, ich sollte ja auch, ich sollte ja mal bei dem Tapeten-Heini gucken, ne? Moment. Haben wir noch irgendwo Zäune? Ja, aber nicht mehr viele. Und aus Stahl oder aus Eisen, also nichts Besonderes. Kann man Marmorzäune machen? Nee, ne? Das geht, glaube ich, gar nicht. Aber jetzt frage ich mich nicht, in welche Kiste ich die gelegt habe. Weißt du, das ist nämlich auch wieder das Problem mit dem Aufräumen. Das ist alles toll. Aber man findet nichts wieder.
Deswegen räume ich auch nie auf. Ja. Also auch im echten Leben nicht. Also irgendwie die Tapeten hier gefallen mir alle nicht so wirklich, muss ich zugeben. Wir haben noch Holzzäune, aber die sind natürlich scheppig. Boah. Ja, Eisen wäre, glaube ich, schöner, ne? Schicke graue Tapeten. Nee, irgendwie ist das alles nicht so. Da würde ich eher bei den Steinen gucken, ob man da einen Mix machen kann. Dass nicht alles so gleich aussieht halt. Mit was könnten wir denn... Aber was vielleicht ganz schön... Oder wäre es zu dunkel, wenn wir den Marmor in Kombi, also den Hintergrund quasi dann mit den... mit den Ebensteinblöcken oder so machen würden? Haben die einen Hintergrund? Achso, stimmt, hat es ja schon... Nee, das sah ja gar nicht so schön aus. Stimmt, das war ja so ziegelig. Genau, ja, das waren die. Na, ich kann es ja mal ausprobieren. Ich habe die ja noch im Inventar. Abreißen können wir es ja immer noch. Ja, das war irgendwie irgendein Mix hinkriegen, der irgendwie schön aussieht, dass nicht alles nur Marmor ist. Das könnte man doch eigentlich sogar machen. Ja, so scheppig ist das jetzt nicht, ne? Nee, eigentlich nicht. Ja, wie kriege ich denn jetzt hier die Tür? Oh, das wollte ich nicht. Mhm. Man muss erst so den Raum machen, ne, bevor man die Tür setzen kann. Naja, ich glaube. Ah, guck mal, hier steht über des Dings. Das muss man doch irgendwie. Ja, genau. Jetzt Tür. Ja, so würde es quasi... Oh, ist so niedrig, ne, der Raum. Ja, muss ein bisschen höher sein, glaube ich, damit wir die Bilder vielleicht auch höher hängen können und eventuell dann noch darunter irgendwie einen Tisch hinstellen oder eine Lampe oder so. Na, dann vielleicht sogar noch eins höher, so? Sogar? Können wir ruhig großflächig bauen, das ist ja, glaube ich, gar kein Problem, ne? Ja. Muss man ja nur erstmal hochkommen. Also ich würde sogar so hochbauen. Okay. Kann man irgendwie... Was wollte ich jetzt sagen? wollen wir hier immer noch irgendwie so dein Fenster zwischen die Bilder machen? Aber das müssten wir dann gucken, ne? Wenn die Bilder drin hängen, wie es aussieht quasi. Wo Platz wäre. Auf jeden Fall muss eine Menge Licht rein, finde ich. Ja, weil das wirkt nämlich schon ganz schön dunkel jetzt mit dem Hintergrund natürlich. Deswegen fände ich vielleicht ein bisschen Fenster gar nicht mal so schlecht. Ja, jetzt machen wir erstmal den Raum hier fertig. So, das haben wir schon mal. Ich denke, das geht, ne? Ja, das kann man machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher wegen dem Hintergrund. Da kann man vielleicht noch mal gucken. Aber an sich ist es erstmal okay. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, es wird schon extrem dunkel, das muss man sagen. Sandsteinziegel. Oh, vielleicht noch einen, okay. Also wenn wir da genug Licht reinpacken, könnte das packen, passen. Ah, ich guck gerade, was wir sonst noch so an Hintergrundsachen hätten. Eine Wolkenwand. Naja, wenn wir es da angucken. Sandstein wäre vielleicht eine Idee. Guck mal, wenn du beim Zoo guckst, da bei den Skorpionen, der Sandstein, der ist sehr hell und sieht irgendwie eigentlich auch ganz nett aus. Dann bräuchten wir halt nur Sand. Den Skorpion? Ach, da hinten, der da. Ja. Ja, man hat uns ja gesagt, wir sollen ohnehin mal wieder in die Wüste gehen. Dann können wir das ja damit verbinden, dass wir da ein bisschen rumgraben und gucken, ob wir was finden. Weil da gibt es wohl tolle Gegenstände, die man finden kann. Okay. Dann können wir auch direkt Sand einsammeln. Weil mit den Wänden hier, also irgendwie, das sieht mir nach Dungeon aus und nicht nach Museum. Wenn du es dir anguckst jetzt mal, gerade wenn es jetzt dunkel wird, ist schon... Warte mal ganz kurz, ich bin gleich da. Ich stell gerade mal was her, um was zu gucken. Ich habe nämlich eine Idee, das muss ja auch nicht alles in dem so gemacht sein. Wir können das ja quasi... Im Zoo haben wir das ja auch, dass wir Ebenen haben. Zum Beispiel... Oh, jetzt habe ich da drüber gebaut. Oh, das wird aber Deutung hier, ne? Stimmt. Mhm. Dann ist vielleicht doch die Marmor... Na gut, jetzt steht hier auch keine... Also hier sind jetzt auch keine Lampen drin, ne? Das, und jetzt wird es eh dunkel. Ja, guck mal, so eine Sache könnte man auch machen. Das war... Mann. Dass man das so einrahmt, dass es immer nur mittig ist. Jetzt, wo die Lampe steht, sieht die dunkle Wand eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ja. Und guck mal, wenn man das jetzt noch kombiniert hier, wird es ja auch wieder ein bisschen heller. So. Davon bin ich jetzt auch kein Freund. Nee, nicht Rahmen. Ich finde es eigentlich ganz schön mit Rahmen.
Ja, du musst bedenken, da kommen ja auch noch die Bilder dran, ne? Deswegen fand ich das irgendwie ganz schön, die Idee, wenn dann hier so mittig dann so ein Bild hängt. Mach doch mal alles voller Marmor. Mal gucken, wie das alles aussieht. Okay. Irgendwie Akzente fände ich eigentlich schon. Oh, ich hab nicht mehr. Ja, das war's dann auch schon mit dem Marmor. Jetzt haben wir kein Marmor mehr. Ja, also doch, ich glaube, mit der kompletten Marmorwand wird wahrscheinlich schwierig. Also ich glaube, da kriegen wir nicht genug zusammen. Ja, es muss doch Marmor hier in der Welt geben. Das kann doch nicht sein. Also das hat jetzt schon 70 Blöcke, glaube ich, gekostet fast. Ich habe auch nicht mehr viel. Marmorsteine, ja, aber... Meine Marmorsteine sind gleich wieder vorbei. 84 habe ich jetzt nochmal. Jetzt muss ich sagen, wenn ich das so sehe, finde ich fast die Ziegel im Hintergrund sogar schöner. Ich wollte gerade sagen, das Marmor gefällt mir irgendwie besser. So schön. Echt? Die hellen Akzente. Okay. Aber ja, macht ja nichts. Wir können ja mal gucken. Mit dem Marmor haben wir halt nur wirklich das Problem, dass wir so wenig... Wir müssten vielleicht irgendwie noch was suchen. Es gibt doch bestimmt nochmal irgend so einen Marmorraum, den wir noch finden können. Ja, das denke ich auch. Das ist, glaube ich, kein besonderer Rohstoff. Ja, da war es das auch schon wieder. Ach Mensch. Ich habe noch 6. Dass die immer so schnell weg sind, krass. Naja, es ist ziemlich weiß. Danke. Ja, mach den mal weg. Was war denn das? Sandsteinziegel? Ich wollte eigentlich, ich dachte, das wäre im Hintergrund. Ich wollte mal gucken, wie es im Hintergrund aussieht. Wir können es auch umgekehrt machen, ne? Also quasi, Moment, haben wir es? Hier jetzt unten, den Ebenstein. So. Nee? Ja, wenn man so ein bisschen betont, das Dunkle, das könnte schon besser aussehen, ja? Das ist jetzt wieder mein Hammer, ach da. Dann hätten wir die Marmorwand auch hinter den Bildern. Das ist vielleicht auch eher passender. So, jetzt kann ich erstmal meinen Marmor nehmen, um da wieder zu machen. War quasi einfach auch eine Maßnahme, um Marmor zu sparen. Ja, aber es kann ja nicht sein, dass wir keinen Marmor mehr finden. Das, ja, wir müssen auch. Also ich bin ja jetzt quasi schon wieder leer hier mit Marmor. Also wir müssen auf jeden Fall noch welches finden. Sonst kommen wir hier auch nicht. Oh, jetzt habe ich dir meinen Hammer gegeben. Das wollte ich nicht. Moment. Holzhammer? Ja. Danke. Ganz schön. Aber an sich finde ich das hier erstmal ganz nett. Die Straßenlaternen ist natürlich große Kunst. Ja, das ist ja, hallo? Es ist eine Kunstgalerie, ja? Ja. Hier darf man alles. Ja gut, das können wir natürlich auch noch kombinieren. Wir können ja mittlerweile verschiedenfarbige Fackeln herstellen. Stimmt. Ich habe zwar keine Ahnung wie, aber es geht. Und es gibt auch die Marmorleuchten. Aber gut, dann haben wir wieder Marmor weg. Oder? Guck mal, was wir noch an Möbeln da haben. Goldkronleuchte. Obsidiankronleuchte. Das könnte natürlich auch was sein. Ich hole mal noch Marmor. Ja, ich guck mal ganz kurz mit den Obsidiankronleuchter. Das sieht gut aus. Okay. Das sieht richtig gut aus, weil das schimmert nämlich, je nachdem, wie man vorbeiläuft, in allen Farben. Oh, sehr schön. Das ist cool. Das würde ich ja fast gerne sehen, aber gut, jetzt bin ich schon so weit gekommen, jetzt gehe ich erstmal weiter. Ja, ein bisschen was von Disco jetzt, aber naja. So, wo muss ich nochmal, wo muss ich abbiegen? Irgendwann links, da wo die Spinnen sind. Mhm. Das war sehr genau. Musst du mal auf der Karte schauen. Warte mal, ich sehe dich ja gerade. Jetzt links. Au. Jetzt immer nach links gehen. Oh. Also müsste jetzt gleich da sein. Hui. Was ist das denn? Ih, geh weg von mir, Viech. Hau ab. Keiner will dich, keiner mag dich.
Ja, hier ist nicht mehr viel zu... Ah, da oben an der Decke ist, glaube ich, noch viel zu holen. Aber gut, wie kommt man da hin? Ich hätte vielleicht vorher mal mein Inventar leer machen sollen. Das wäre vielleicht auch eine Idee gewesen. Boah, wo sind die ganzen Gegner hier? Warum ist hier ein Römer? Ist immer da zu begrüßen. So, der arbeitet hier. Ja, hast du was gegen Cäsar? Ich habe ihn erschlagen. Oh, der Arme. Ich wollte ihn gerade eigentlich fragen, ob der in unserem Museum arbeiten möchte. Ja, oh, das wäre ziemlich cool eigentlich. Ob man die einfangen kann? Wie Haustiere im Terrarium. Ja. Mal, ja, jo, ach, guck mal, hier ist noch richtig. Mein Gott, hier ist ja Marmor ohne Ende. Ja, da will ich auch gerade hin. Ich weiß nur nicht wie. Moment. Ich habe einen Gladiatorenhelm gefunden. Ah, nein, nicht runterfallen. Mensch, jetzt geht er wieder hoch. Okay, du warst klüger als ich. Du bist einfach hier am Rand hochgegangen. Das ist natürlich auch gut. Ja, das ist Männerlogik halt. Jetzt hätte ich natürlich wieder die Bomben gut gebrauchen können. Ah, hab ich keine Beine. Nein! Warum? Ich bin Fledermaus. Geh weg. Dich mag auch keiner. Eben. Sag ich ja immer wieder. Ich hört ja keiner. Ja, es tut mir leid, Leute. Ihr seht gerade nicht so viel. Ich mach gleich Licht. Ah, nein. Naja. Aber sie hören viel und das ist unheimlich spannend, glaube ich. Oh, ach du Scheiße, wir sind ja schon bei 40 Minuten. Entschuldigung, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Oh nein. Also Leute, es tut mir unglaublich leid, dass diese Folge ein bisschen länger ist. Ich weiß, ihr mögt das gar nicht. Genau. Also dann, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.